Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem neuen Q&A-Video und zwar zum Thema Alleinerziehend. Ihr konntet mir Fragen dazu stellen, wenn ihr was im Hintergrund klappern und rumbeln hört. Das ist meine Waschmaschine. Und wir starten auch gleich mit der ersten Frage. Hast du dir das Leben als Alleinerziehende so vorgestellt? Wer mich länger verfolgt, der weiß, dass ich ein Mensch bin, der nicht ständig mit seinen Gedanken, mit seinem Kopf in der Zukunft ist. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken daran verschwendet, wie es sein wird, wenn ich alleinerziehend bin. Aber um die Frage zu beantworten, ich würde sagen, ja, ich habe mir das so in etwa vorgestellt. Ich hätte es mir aber sogar schwieriger vorgestellt. Also es ist am Ende gar nicht so schwierig oder so anstrengend, wie ich es erwartet hätte tatsächlich. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, während ich mir jetzt hier meine anderen Fragen noch raussuche, dass das natürlich nur meine Ansichten sind, dass das meine Meinungen sind, dass das natürlich bei anderen ganz anders aussehen kann, dass ich mir darüber nicht wirklich ein Urteil erlauben kann, wie das bei anderen ist. Und ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwas verallgemeinern. Das sind wirklich meine Meinungen, meine Erfahrungen. So, dann haben wir, wie viel anstrengender ist es wirklich im Vergleich zu einer Partnerschaft? Ist ja wieder so ein bisschen ähnlich. Und das hatte ich schon mal angesprochen, dass ich auch in der Partnerschaft mich hauptsächlich alleine um die Kinder gekümmert habe. Deswegen war für mich jetzt der Cut hin zu diesem Alleinerziehen jetzt auch nicht so groß, als wenn man sich das vielleicht so 50-50 oder 60-40 aufgeteilt hätte. Also ich war schon fast ausschließlich auch in der Partnerschaft für die Kinder zuständig. Deswegen ist das für mich jetzt nicht wesentlich anstrengender. Im Gegensatz, ich finde es sogar manchmal entspannter. Da gibt es natürlich viele Gründe, woran das liegt. A, dass ich selbst entspannter, freier, ruhiger bin. B, dass du natürlich nicht immer gucken musst, im direkten Alltag ist der Partner jetzt vielleicht gerade anderer Meinung wie du hier erziehst oder so. Da fällt halt vieles weg tatsächlich. Was machst du, wenn du mal flach liegst und gar nichts mehr bei dir geht, dass du nur müde und am Schlafen bist, aber deine Kinder dich trotzdem sehr fordern? Vielen Dank fürs Beantworten. Das kommt nicht vor. Also ich achte sehr, 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 sehr auf meinen Energiehaushalt. Wie der sich über mehrere Tage, Woche verteilt, aber auch tagsüber. Ich habe den großen Luxus, dass ich hier von zu Hause aus arbeite, dass ich durchaus auch mal einen Mittagsschlaf machen kann. Deswegen kommt es in meinem normalen Alltag nicht vor, dass ich irgendwie extrem müde geschafft bin und einfach liegen muss. Das ist jetzt nur der Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel krank bin. Und da bin ich sehr, 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 sehr froh. Und da kommt wieder der Spruch zur Geltung, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, dass ich Menschen habe, die dann kommen, dass ich Freunde habe, dass ich Familie habe, die dann hierher kommen und mir helfen, wenn ich halt krank bin und wirklich so krank bin, dass ich flach liege, weil sonst schaffst du es einfach nicht. Wie gehst du mit Meinungsverschiedenheiten um? Also wenn deine Kinder zum Beispiel unbedingt Fernsehen schauen wollen und du das aber nicht möchtest, meistens kommt dann bei uns die Trotzphase durch. Bei euch auch? Sagst du dann ja, dass erstmal Ruhe ist? Das ist auch tagesabhängig. Das Schöne ist, dass man mit Vince da schon relativ gut drüber sprechen kann. Bei Svea ist es ein bisschen schwieriger, aber die ist auch gar nicht, also wenn die jetzt sagt, okay, wenn sie jetzt sagt zum Beispiel, ich würde gerne Fernsehen gucken und ich sage nein, dann ist die damit auch zufrieden. Dann sucht die sich halt was anderes. Bei Vince wäre das schon eine andere Geschichte, obwohl es auch da geht. Dass wir nicht so schlimm haben, dass wenn ich was verbiete, dass da eine Trotzreaktion kommt, ist sehr, 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 sehr selten. Und bei Vince kann ich halt auch schon mit ihm kommunizieren. Also ich erkläre dann halt, warum ich in dem Moment kein Fernsehen anmachen möchte, weil wir zum Beispiel Besuch haben, weil noch nicht Fernsehzeit ist oder. Und dann baue ich das halt gerne auch so ein bisschen in diesem, okay, du möchtest jetzt was von mir. Vorhin, als ich von dir wollte, dass du ein Kinderzimmer aufräumst, hast du es nicht gemacht. Also werde ich dir jetzt auch diesen Gefallen nicht tun. Oder dann halt so dieses, okay, ich möchte aber bitte, dass du erst dein Kinderzimmer aufräumst und dann kann ich dir einen Fernseher anmachen. So dann eingebaut. Also ich sage selten ja, um meine Ruhe haben zu wollen. Das kommt mit Sicherheit vor, sicherlich. Aber, und das ist das große Glück, habe ich Kinder, die dann nicht sofort trotzen. Zum Glück, zum Glück. Also jedenfalls nicht wegen solchen Geschichten. So,
Dann hatten wir noch etwas bei Instagram. Hier. Und zwar, wie schaffst, organisierst du deinen Haushalt, Alltag, kochen, putzen, Kinder bespaßen und trotzdem Frau bleiben? Das sind jetzt sehr, oder na gut, das andere kann ich noch mit vorlesen. Hast du Großeltern für deine Kinder oder stehst du auch komplett ohne Familie da? Fangen wir mal damit an. Ja, ich habe Großeltern zu den Kindern. Und zwar alles, was es da noch gibt. Also väterlicherseits sind da noch Großeltern da. Mütterlicherseits ist da noch eine Oma da und da sind sogar noch Urgroßeltern da. Also das habe ich zum Glück. Die springen jetzt aber so im normalen Alltag nicht ständig ein. Also es gibt zum Beispiel Freunde von mir oder so, die haben das, da ist an einem bestimmten Tag in der Woche immer Oma-Tag. Und dann wissen die, da sind die Kinder immer dort und dann kann man da natürlich seinen Haushalt machen, einkaufen, wie auch immer. Sowas habe ich jetzt nicht direkt. Es gibt auch einen festen Wochentag, wo wir die Oma und die Urgroßeltern besuchen fahren, aber es ist jetzt nicht so, dass die Großeltern kommen und mir die Kinder direkt abnehmen in dem Sinne. Das kommt nicht, aber ich habe natürlich die Unterstützung, wenn irgendwas wäre, wenn ich mal am Wochenende arbeiten muss, nachmittags arbeiten muss, möchte oder halt wie gesagt krank bin, was wir gerade schon hatten. Ansonsten, wie organisiere ich so meinen Alltag? Das hat sich auch gar nicht so groß verändert zu dem, wie es halt einfach vorher war. Und auch da wieder, ich habe das große Privileg, von zu Hause zu arbeiten. Das ist als Mutter schon mal sehr, sehr gut und als Alleinerziehende muss ich sagen, noch mal tausendmal besser. Also ich kann ja einfach mal so einen normalen Tagesablauf vielleicht von uns, also wir stehen hier früh wirklich ganz entspannt auf und ich bringe die dann in den Kindergarten. Oft fahre ich dann direkt danach einkaufen zum Beispiel und dann arbeite ich halt erstmal ein paar Stunden, kann aber nebenbei, wie jetzt zum Beispiel, kann da eine Maschine Wäsche durchlaufen. Ich kann zwischendurch mal wischen zum Beispiel oder so. Ansonsten ist immer freitags mein Putztag. Also auch wenn die Kinder im Kindergarten sind, putze ich dann hier. Ich mache das selten mit den Kindern zusammen. Passiert aber durchaus auch mal, wo die jetzt Ferien hatten oder dass man es halt auch mal am Wochenende macht. Da mache ich das durchaus auch mal mit den Kindern zusammen und auch das klappt sehr, 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 sehr gut, wenn man sich darauf einstellt, dass die Kinder mitmachen wollen. Ansonsten bin ich ja auch ein sehr organisierter Mensch, das wisst ihr auch. Also bei mir steht jedes Fitzelchen steht in meinem Kalender. Da steht drin, wann ich Sport mache, da stehen alle Termine drin. Da steht drin, wann ich einkaufe, wann ich putze, wann ich was zu arbeiten habe. Das steht dort alles drin. Also ich weiß, wenn ich früh aufstehe, dass mein Tag organisiert ist, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vorgenommen habe, dass da nichts liegen bleibt. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, diese Struktur einfach. Ich hatte letztens ein Coaching und da habe ich zum Beispiel auch so einen Haushaltsplan einfach empfohlen. Damit man das halt alles im Überblick hat, wenn man da noch nicht so gut organisiert ist. Warum nicht? Also Pläne sind da immer Gold wert und gute Organisation. Aber das läuft tatsächlich, ehrlich gesagt, sehr, 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 sehr gut. War jetzt, wie gesagt, nicht so ein großer Unterschied zu dem, wie es vorher war. Da habe ich so diese Haushaltsdinge auch fast ausschließlich alleine gemacht. Da kannte ich das quasi von der Routine her und habe das jetzt einfach auch mit übernommen. Also das passt, das stresst mich gar nicht so. Und ich brauche jetzt auch nicht unbedingt, wie gesagt, dass da einmal die Woche die Oma die Kinder komplett einen Tag nimmt, dass ich hier meinen Krempel schaffe. Also es passt, aber weil ich halt das große Privileg habe, selbstständig zu sein und von zu Hause aus arbeiten zu können. Und somit halt in der Zeit, wo die Kinder im Kindergarten sind, kann ich einkaufen, kann ich putzen. Andere Mütter, die halt angestellt sind und das nicht können, ey, Hut ab davor, das dann auch noch zu machen. Und die allerletzte Frage ist, findest du alleinerziehend einfacher? Ja. Ja, tatsächlich. Da kommen wir wieder dahin, weil sich für mich nicht so viel verändert hat und weil du halt diesen Faktor Meinungsverschiedenheit im normalen Alltag nicht hast. Da ist halt nicht noch ein Erziehungsberechtigter im normalen Alltag, der dann Dinge irgendwie mit dir, ne, der vielleicht anderer Meinung ist, der jetzt vielleicht der Meinung ist, das war zu viel Fernsehen oder das war zu lange gebadet oder das falsche Essen oder. Und da ja auch nicht noch ein Erwachsener ist, mit dem sich jetzt die Kinder auseinandersetzen müssen. Von daher ist es für mich, wenn ich jetzt rückblickend von vor einem halben Jahr denke, entspannter. Hat aber auch was damit zu tun, dass ich einfach vom Prinzip her entspannter und freier und glücklicher und fröhlicher bin. Das spielt da natürlich auch eine Rolle. Aber wenn ich es runterbrechen müsste, würde ich sagen, ja, für mich persönlich ist alleinerziehend einfacher. Genau, das war mein kurzes, knackiges, ich hoffe, dass es kurz war, ich kann das immer so schlecht einschätzen, Q&A zum Thema Alleinerziehend. Ich mache demnächst nochmal ein Q&A,
Da wird es aber live auf YouTube sein. Also da mache ich mal wieder ein Hangout. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Und da wird es um das Thema Dating gehen. Das hat sich jemand gewünscht und deswegen werde ich das sehr, sehr gerne tun. Ich werde da auch im Vorfeld ein paar Fragen sammeln und ansonsten dürft ihr da dann sehr gerne live auch dabei sein und mir live Fragen stellen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist also das nächste Q&A. Dazwischen kommen aber ein paar Videos. Es geht jetzt wieder los. Die Sommerpause ist beendet. Es geht jetzt auch hier endlich wieder weiter. Und wie immer bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen, für einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr anderer Meinung seid als ich, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zum Thema Alleinerziehend habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!